Recht schönen guten Tag. In den nächsten 45 Minuten geht es um Rails. Der Veranstalter war relativ intelligent, diese beiden Veranstaltungen miteinander zu legen, denn Rails fußt zu einem großen Teil auf Ruby. Nur kurz, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Daniel Peer. Bin seit etwa 6 oder 7 Jahren Webanwendungsentwickler, habe mit PHP angefangen. In letzter Zeit stark auf Java fokussiert. Ich bin seit 4 Jahren Entwickler bei der Serie A, die hier auch als Sponsor auftauchen. Muss ich mal vorbeischauen, gerade wenn eventuell Grades interessant erscheint. Die Firma Serie A, ansässig in Köln, programmiert seit geraumer Zeit Anwendungen auf Basis Spring Frameworks, hauptsächlich eben für den Logistiksektor. Eins vorneweg, der Talk hatte den Untertitel Grails, ein neuer Ansatz für die agile Webentwicklung. Ich habe mich allerdings mit mir selbst darauf geeinigt, dass ich das Wort agil und das Wort Web 2.0 vollkommen aus dem Vokabular streiche, das völlig ausgedroschen ist. Im Prinzip nennt sich jedes Projekt mittlerweile agil und jedes Framework unterstützt agile Methoden. Insofern sprechen wir lieber von einer schnellen Entwicklung. Okay, was sind meine Ziele heute? Ich will ein bisschen vorstellen, was Grails ist und was die Ziele von Grails sind. Auf was für Basiskomponenten Grails aufbaut. Man hat mit Sicherheit nicht alles neu gemacht. Wir gucken uns an, welches Programmiermodell dem Entwickler da entgegenkommt. Wie sich Grails im Einsatz behauptet. Wir haben es mit der Firma evaluiert seit etwa 3 Monaten. Und ich wollte einfach mal ein bisschen über die Leistung in der Praxis erzählen. Und last but not least, warum es eben wirklich Spaß macht, Grails zu benutzen. Ja, mal ganz kurz, was ist Grails? Ich denke, das kann man so definieren, wie es da steht. Grails ist ein von Ruby getriebenes, den Vortrag haben wir ja gerade beeindruckenderweise gehört, von Ruby on Rails inspiriert ist. Ich denke, das kennt hier jeder. Das ist ja derartig gehypt in letzter Zeit, dass da keiner vorbeikommen konnte. Ein Open Source Framework zur Erstellung von Webanwendungen auf Java-Basis. Oder einfach gesagt, Rails ist genauso schnell wie Rails. Man kann es von der Projektwebseite runterladen, man kann es installieren, man kann dann sagen Rails create app Adressverwaltung, Rails create Domain Class Adresse, dann geht man in diese Domain Klasse rein, das ist ein Stub, der da generiert wurde, schreibt da 4 Attribute rein, String, Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, sagt dann Rails generate all, alles per Kommandozeile, es werden dann Views generiert, Controller generiert, nachher kann man die Anwendung dann starten mit Rails run up und kann mit seinem Browser auf Localhost 8080 Adressverwaltung gehen und hat da im Prinzip schon die ersten Teile der Adressverwaltung. Ist also fast ein bisschen schneller als Rails, obwohl ich mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen möchte, da man sich um keine Datenbank kümmern muss. Es startet eine HQL-Datenbank im Hintergrund. Ja, zur Geschichte von Grails. Es entstand aus einer Diskussion von alten Ruby-Enthusiasten, die eben diese Sprache und die Mächtigkeit von dieser Ruby-Sprache einfach auf Java basierend für Webanwendungen nutzen wollten. Das war im Prinzip der Hintergrund. Hier sehen wir ein paar Namen. Graham Rocher ist der aktuelle Project Lead, hat eben das ganz tolle Buch geschrieben, was wir gesehen haben, Definitive Guide to Grails, werden wir gleich nochmal sehen. Und das Projekt startete dann eben vor um etwa 2005 rum, das genau den genauen Monat weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit startete es vor dem enormen Erfolg, den Ruby schon vorlegen konnte. Und da war noch ein anderer Grund. Nämlich der, Ruby on Rails kam ganz groß raus, war unglaublich produktiv und die Java-Gemeinde hat wahrscheinlich was gespürt, wie so eine Art Produktivitätsneid
auf eben diese Techniken. Java-Entwickler hatten sich bis zu der Zeit bei Webanwendungen die Finger wund geschrieben und waren eben längst nicht so schnell und nicht so produktiv wie eben diese neuen dynamischen Frameworks. Die Version 0.1 kam am 29. März 2006, es ist also wirklich sehr, sehr jung. Man startete allerdings vor dem Hintergrund einfach Java und assoziierte Frameworks zu nutzen, die ja schon in beträchtlicher Zahl verfügbar sind, und eben da den Ansatz dieser dynamischen Ruby-Sprache draufzusetzen, um eben ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ursprünglich hieß das Projekt auch Ruby on Rails, nachdem allerdings der gute David Hennemeyer-Hensen, das ist der Hauptentwickler von Rails, darum gebeten hatte, das doch lieber nicht zu tun, hat man dann letztendlich Rails genommen, das, was wir heute kennen. Ja, die Ziele von Rails, im Prinzip schon oben in der Grafik ist da meiner Meinung nach alles gesagt. Man versucht eben eine extrem hohe Produktivität zu erreichen, indem man das Beste aus zwei Welten vereinigt. Man versucht eben die Mächtigkeit der Java Enterprise Plattform mit dynamischen Geschichten anzureichern aus Ruby und eben Konzepte von Rails zu übernehmen, um so produktiv wie möglich zu werden. Klar, was man ganz konkret möchte, ist Webanwendungsentwicklung vereinfachen und vor allen Dingen wesentlich verschnellern mithilfe von Ruby. Konzepte übernehmen, ganz klar von Ruby on Rails, das werden wir gleich noch sehen, dass das an sehr vielen Orten passiert ist. Man möchte vor allen Dingen eine nahtlose Integration mit bestehenden Java-Komponenten haben. Man möchte jede bestehende API aufrufen und das ist ein eindeutig erklärtes Ziel von Rails. Wie gesagt, man bedient sich dieser Paradigmen, die durch Ruby on Rails aufgestellt wurden. Eins der größten Paradigmen, Convention over Configuration oder Coding by Convention. Man versucht bei Rails einfach sensible Defaults zu haben für alles Mögliche. Jedes Artefakt hat irgendwo seinen Platz im Filesystem und das macht es eben möglich, dass man eher weniger konfiguriert. Im Prinzip braucht man nur die Ausnahmen konfigurieren. Wenn man irgendwas abweichend von einer normalen Regel machen will, dann muss man eventuell was konfigurieren, macht aber die Sache schneller, denn der normale Ablauf reicht schon für 70% aller Sachen. Ja, was steckt hinter Rails? Diese obere Bildgleichung sagt das im Prinzip schon ganz gut. Rails ist die Essenz aus der dynamischen Sprache Ruby, über die wir schon so viel gehört haben, verwendet Spring als Applikationsframework und Hibernate als Persistenzframework, und das sind auch eindeutig die größten Komponenten, die hinter diesem System stecken. Hier sehen wir nochmal den Software-Stack, die Virtual Machine, sicher eines der größten Verkaufsargumente für Rails im Gegensatz zu Rails zum Beispiel. Wenn wir uns Ruby angucken, da braucht man im Prinzip gar nicht mehr viel zu sagen, da haben wir eben schon alles drüber gehört. Rails verwendet Ruby in allen seinen Artefakten. Das heißt, alle Klassen, alle Artefakte, die man in Rails kodieren muss, können mittels Ruby kodiert werden. Im Standardfall ist eben kein einziges bisschen Java enthalten in Rails. Man hat es tatsächlich nur mit Ruby zu tun. Das gibt natürlich eine Art Investitionssicherheit für den Entwickler Ruby. Wir haben es gehört, ist schon durch den JSR 241 standardisiert und man kann sich im Prinzip auch darauf verlassen, dass die Sprache so weiter besteht und noch lange maintained wird. Rails benutzt sehr stark, das haben wir leider nicht mehr gesehen, das Metamodell von oder die Metaprogrammierungsmöglichkeiten von Ruby, den Closure-Support von Ruby, da werden wir gleich auch noch ein paar Beispiele zu sehen. Bietet einfach eine tolle, effiziente Syntax. Wir haben eben Syntaxen für Listen gesehen und für Maps, wo man sich in Java ja eher einen abbricht, beziehungsweise das
es wird besser mit Java 5, aber da geht noch einiges, das haben wir ja eben in dem Vortrag gesehen. Operatorüberlagerung und Java-Integration mit Sicherheit auch zwei Dinge, die Grade sehr gut verwerten kann von Ruby. Das nächste große Framework, was im Prinzip hier mir ein bisschen so klein dargestellt ist, ist das Spring Framework. Spring Framework im Prinzip als Application Framework. Spring an sich, also Spring selber, hat das Ziel, im Prinzip ein Integrationsframework zu sein, verschiedenste Java Open Source APIs zusammenzufassen, sie in ein Programmiermodell zu integrieren und eben gut konfigurierbar zu machen. Es ist in letzter Zeit dafür bekannt geworden, also Spring, sehr gute Programmierpraktiken zu fördern, basiert auf POTOS. POTOS heißt, ich habe keine technischen Abhängigkeiten in meinem Anwendungscode, die eventuell im Nachhinein zu vielen Fragen führen. Ich habe einfach die Möglichkeit, den Anwendungscode clean zu halten, dadurch, dass ich reine POTOS verwende. Konfiguration und technische Aspekte werden außenrum gelegt. Spring verfügt über einen sehr populären MVC-Teil, einen Web-MVC-Teil. Im Prinzip kann man auch sagen, dass Rails eine Web-MVC-Anwendung ist, eine Spring-Web-MVC-Anwendung. Rails macht sehr starken Gebrauch vom IOC-Container, den Spring bietet, Inversion of Control Container. Das ist einfach eine Möglichkeit, um Beans, um Java-Klassen zu instanzieren, zu konfigurieren. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von diesem Schlagwort Dependency Injection gehört. Man versucht, den Klassen eben ihre Abhängigkeiten zu injecten, statt selber aus den Klassen heraus die Abhängigkeit aufzulösen. Also sprich von außen zu konfigurieren, was zu einem wesentlich cleaneren Code führt, was nachher im Prinzip bessere Testbarkeit, bessere Wartbarkeit im Code, hat. Und man hat im Prinzip durch so eine zentrale Konfiguration, durch diesen IOC-Container, eine sehr hohe Entkopplung, eine sehr gute Testbarkeit von Komponenten. Ein großer Teil von Spring ist der AOP-Support, der da gegeben wird. Es hat selber eine Framework-Komponente für AOP, also für aspektorientierte Programmierung, und bindet auch noch AspectJ ein. Interessant ist auch noch ein Spring-Unterprojekt, was Rails jetzt mit der neuen Version, mit der 0.6 einbindet, das ist Spring Webflow. Webflow einfach eine Möglichkeit, um webbasierte Konversationen, also User-Interaktionen, sehr abstrakt zu modellieren, Übergänge in einzelnen Stati von diesen Konversationen zu modellieren und eventuell auch Stati innerhalb dieser Konversation aufzubauen. Sehr interessante Geschichte. Die Integration von Rails sieht an der Stelle auch sehr, sehr gut aus. Ja, kommen wir zu Hibernate. Im Prinzip der letzte in dieser Bildgleichung. Hibernate, nur ganz kurz, ist ein Persistenz-Framework für die Java-Welt, im Prinzip das bekannteste Persistenz-Framework. Die Erklärung von einem ORM-Mapping-Tool weiß ich jetzt nicht, im Prinzip, oder beziehungsweise wäre hier zu weit gehen. Im Prinzip ist es einfach die Möglichkeit, mit Objekten zu programmieren. Diese Objekte sind mit Hibernate verbunden, werden durch bestimmte Mechanismen auf die Datenbank gemappt, und Hibernate kümmert sich eben darum, den Status oder den State dieser gemappten Objekte auf die Datenbank zu übertragen. Das heißt, man hat mit SQL nichts zu tun, und in den meisten Fällen ist es ja auch für den Programmierer wesentlich schön, er hat einfach nur mit Objekten zu tun und kann sagen, hier speichere ich. Es bildet die Basis für GORM. GORM haben wir eben ganz kurz gehört, ist eben ein Teil von Rails, eine weitere Abstraktionsschicht auf Hibernate, die
Vorteile dieser Groovy-Metaklassen nutzt. Wenn schon mal jemand mit Hibernate-Entities gearbeitet hat, man braucht immer ein irgendwie geartetes Mapping, also entweder ein XML-Mapping oder es gibt auch andere Mapping-Formen. Das XML-Mapping ist im Prinzip das bekannteste. Das fällt bei GORM-Klassen weg. Bei GORM braucht man keine Mapping-Files. Alle Informationen werden eben aus dem Metaklassen-Support von Groovy gezogen. GORM, das werden wir gleich noch sehen, dekoriert im Prinzip alle Domain-Klassen, alle Entities mit bestimmten Methoden, die sich eben auf den Datenbankzugriff beziehen. Und ist im Prinzip so ein bisschen in Richtung Active Record Pattern. Allerdings längst nicht so stark wie eben bei Ruby on Rails. Ja, hier haben wir jetzt ein kleines Diagramm. Ich hoffe, man wird gleich erkennen, was ich da meine. Im Prinzip ist eine Grails-Anwendung eine normale MVC-Anwendung. Wir sehen hier Model View und Controller Schicht. Wir sehen auch noch eine weitere Schicht, die Services, die in Grails als Artefakte supported werden. Zu den Services nur ganz kurz, man kann sie per Kommandozeile kreieren, man hat ein Tooling dafür, man kann sagen Grails Create Service, gibt einen Namen an und ein entsprechender Service inklusive Test wird generiert. Tests können zum Beispiel transaktional gehalten werden, das heißt also per AOP, es gibt einen Schalter, einen Konfigurationsschalter, Transactional, True oder False, worüber man praktisch bestimmt, dass außenrum per AOP Datenbanktransaktionen stattfinden, was eine relativ einfache Form ist, um Transaktionen zu konfigurieren, wie ich finde. Letztendlich wird das allerdings, also dieser Transaktionsmechanismus, durch Spring zur Verfügung gestellt. Services, nur ganz kurz abschließend, werden einmal aufgesetzt, im Prinzip überall da injected, wo ich eine Referenz auf so einen Service einbaue. Wenn ich einen Controller, mir einen neuen Controller mache, ich schreibe einen Service rein, ich starte die Anwendung, also als Klassenattribut, dann starte ich die Anwendung und dann habe ich den Service in diesem Controller zur Verfügung, kann darauf zugreifen. Ich muss mich nicht um die Konfiguration kümmern, das macht alles Grails selber. Die Pfeile, die hier eingezeichnet sind, sind Kennbeziehungen. Das heißt, ein Controller kann einen Service kennen. Diese blauen Kreise übrigens sind im Prinzip einfach nur die Objekte, die eben in einer Schicht liegen und damit so ungefähr gleiche Funktionalität haben oder die gleichen Aufgaben haben. Alle Schichten kennen allerdings das Model und greifen aufs Model zu. Und deshalb sollten wir uns das mal ein klein bisschen genauer ansehen. Im Model haben wir Domain-Klassen, das sind diese blauen Kreise, diese Kerne in der Abbildung links oben. Das sind im Prinzip ganz normale Projos oder Progos, wie man das in Groovy nennt, Plain Old Groovy Objects, genau solche Klassen, die wir eben in dem Groovy-Vortrag gehört haben, im Prinzip nur Class, zwei Attribute, String-Name zum Beispiel, das wäre schon eine valide Domain-Klasse unter Grails, wäre das schon eine Klasse, die praktisch durch GORM verwaltet wird und die schon einen Datenzugriff mit eingebaut auf eine Datenbank hat. GORM legt sich also außenrum um die Domain-Klasse und dekoriert die Domain-Klasse mit weiteren Methoden, die eben mit dem Data Access zu tun haben. Da werden wir gleich nochmal sehen, was das ungefähr für Methoden sind. Hibernate liegt nochmal außenrum um GORM. Man kann praktisch sagen, eine Domain-Klasse verbindet sich über GORM mit Hibernate, was sich mit einer Datenbank verbindet und den State dieser Klasse per SQL abspeichert. Nur ganz kurz zu den Views. Den Layer haben wir noch nicht angesprochen. Views sind als in der Technologie GSP, das, was wir eben auch gehört haben. GSP ist ähnlich zu JSP, nur etwas mächtiger und etwas geschliffener, würde ich sagen. Wer schon mal mit JSTL programmiert hat, da gibt es so ein Konstrukt C choose, C when, C otherwise, völlig widersinnig. In Groovy ist es im Prinzip einfach nur die if, die else. Das zeigt also so ein bisschen, dass
dass GSP eine etwas bessere View-Technologie ist, die eben den Vorteil bietet, dass sie auf Ruby zugreifen kann. Außerdem hat man im View-Bereich noch weitere Annehmlichkeiten, die wir gleich nochmal sehen werden. Man hat die Möglichkeit, Tag-Lips zu verfassen, relativ einfach. Wer das unter Java schon mal gemacht hat, das ist signifikant mehr Aufwand. Man kann Templates benutzen, ungefähr so ein Konzept wie Partials in Rails. Als letzte Technologie, um Views zu beschreiben, ist vielleicht noch Sitemesh erwähnenswert. Sitemesh ist einfach so ein Layout-Framework, was man gut dann verwenden kann, wenn man viel mit JavaScript arbeitet, da die Heads aller Komponenten, die da zusammengezogen werden, gemerged werden und man somit in einem Body HTML praktisch die Möglichkeit hat, in den Head JavaScript reinzuschreiben, im Layout oben, wenn es dann rausgerendert wird, werden alle Text gemerged und man hat im Prinzip das gesamte JavaScript, was die Seite enthält, oben im Head stehen, sodass man da ganz ordentlich mitarbeiten kann. Interessant ist es, sich jetzt dieses Programmiermodell und die Architektur mal auf dem Verfallsystem anzugucken. Zwei interessante Sachen im Prinzip. Punkt A, es sieht sehr ähnlich aus zu einer Ruby on Rails Applikation. Hier heißt es Grails Up, das Hauptverzeichnis da, wo im Prinzip Unterverzeichnisse für alle Artefakte, die hier in Grails verwendet werden, existieren. Man sieht ein Controller-Verzeichnis, ein Domain-Verzeichnis, man sieht View-Verzeichnis und eben das Service-Verzeichnis als die Hauptartefakte, die in Grails supported werden. Unterhalb dieses Grails-Up-Ordners sieht man einen Hibernate-Ordner und einen Spring-Ordner, das einfach Extension-Points mit jeweils einer XML-Datei als Konfiguration. Im Hibernate-Ordner liegt die relativ bekannte Hibernate-CFG-XML. Man kann hier Mappings reinschreiben, gemappte oder mithilfe dieser Mappings gemappte Java-Fotos, Java-Klassen werden automatisch in Grails zu Domain-Klassen. Man hat dieses Spring-Verzeichnis mit einem weiteren Extension-Point, um hier eben eigene Spring-Beans zu definieren, die dann auch beim Grails-Start hochgefahren werden und zur Verfügung stehen. Und das im Prinzip auch der Ansatz und die Möglichkeit, hier bestehende Java-Klassen in die Grails-Applikation einzufügen. Gut, kommen wir zu den Domain-Klassen. Domain-Klassen nochmal, ist im Prinzip ein reiner Foto. Datenzugriffsinformationen für GORM können enthalten sein, müssen nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 1-zu-N-Beziehung habe, dann muss ich eine HasMany-Angabe da hinschreiben, wo ich das Attribut und die Klasse noch angebe, auf die eine 1-zu-N-Beziehung besteht. Das ist im Prinzip auch genauso wie in Ruby on Rails. Das wird für die Leute, die das kennen, nichts Neues sein. Eine Domain-Klasse ist im Prinzip also tatsächlich einfach nur irgendeine Ruby-Klasse im Ordner Grails Up Domain und kann auch per Kommandozeilenpool erstellt werden. Alle Domain-Klassen sind auch wie in Rails per se erstmal persistent. Das heißt, Grails respektive GORM geht davon aus, dass hier Attribute generiert werden müssen. Grails generiert an jede Domain-Klasse ein Attribut-ID, ein Attribut-Version, was Hibernate-Leute sicher kennen. Es besteht hier die Möglichkeit, dann auch bei Grails Getter und Setter wegzulassen, wobei das ja eher von Ruby kommt, wie wir gehört haben, und verschiedene Methoden wie Equals und Hashcode werden überschrieben, was, wenn jemand mit Hibernate schon mal gearbeitet hat, der weiß, dass das relativ wichtig ist, um eine Object Equality festzustellen. Diese Sachen sparen natürlich Schreibarbeit. Hier oben haben wir mal so ein Beispiel für eine statische Zugriffsmethode. Get 1, also hol mir das Buch mit der ID 1, danach lösche es. Für Java-Entwickler, die im Normalfall hingegangen sind und da haben die erstmal ein DAO angelegt mit einem Interface und so weiter, ist das schon eine signifikante Erleichterung.
die zwei nächsten Zeilen im Prinzip nur nochmal, um zu zeigen, dass da auch noch andere Sachen gehen. Auch das wird für Ruby on Rails Leute nicht besonders spannend sein, aber es ist schon eine relativ schnelle Möglichkeit, um Datenbankinformationen zu retrieven, und vor allen Dingen, man hat die Möglichkeit, überall da, wo man mit Domain-Objekten arbeitet, eben auch auf die Datenbank zuzugreifen. Richtig spannend wird es dann bei den dynamischen Findern an Domain-Klassen. Ich habe die Möglichkeit, eine Domain-Klasse aufzurufen mit Find by irgendwas. Das heißt, Rails guckt einfach nach, bevor, also diese Methode gibt es nicht, Find by Title and Author, Rails guckt nach, wird eine Methode aufgerufen und es wird eine Method mit Found Exception geworfen, Rails guckt es nach, ob es diese Methodensignatur verwerten kann, um daraus SQL zu machen. Und das heißt, man kann im Prinzip Find-by-Methoden schreiben für alle möglichen Klassen und alle möglichen Attribute. Man hat ja auch die Möglichkeit, andere Operatoren anzugeben. Man könnte zum Beispiel Find-by-Title or Author schreiben. Alles das wird nachträglich in HTML, in SQL verwandelt, und man kriegt eben eine Liste von Entities zurück, die auch diese Kriterien matchen. Es gibt eine sehr schöne DSL. Zur Validierung von Domain-Klassen mit Hilfe von Constraints. Constraints im Prinzip einfach nur eine Closure, die in Domain-Klassen eingefügt wird, um zu bestimmen, was wie validiert wird. Ist eine sehr schöne DSL, es bestehen im Prinzip Validierungsmöglichkeiten für alles Mögliche. Ich habe noch nichts gefunden, was man damit nicht machen könnte. Hier zum Beispiel in dem Beispiel, das Attribut E-Mail der entsprechenden Klasse soll bitte auf E-Mail validiert werden, darauf, dass es eine gültige E-Mail-Adresse ist, es darf nicht leer sein. Passwort muss alphanumerisch sein und darf eben nur zwischen 6 und 15 Zeichen lang sein. Sehr expressiv, sehr schnell und sehr schön zu benutzen. Ja, die meisten hier sind ja Programmierer und mögen Code. Hier haben wir mal so einen Ausschnitt aus dem Controller. Im Prinzip nur eine Closure bzw. eine Action. Was man zuerst sieht, ist, dass dieser Aufbau im Prinzip sehr dem von Ruby on Rails ähnelt. Auch die haben eine Update-Methode. Was hier gemacht wird, nur ganz kurz an der Adresse, wird statisch, also an der Domain-Klasse-Adresse, wird statisch durch die Params, das ist ein Punkt bei Controllern. Es gibt, wenn ein Controller instanziert wird, besteht die Möglichkeit auf bestimmte eingewebte Properties, in von Rails eingewebte Properties zuzugreifen. Man muss also nicht sagen, request get parameter, sondern man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, Params, das sind die Request-Parameter. Params kann man so im Java Bean-Style notiert einfach mit .id auf den ID-Parameter aus dem Circle-Request zugreifen und holt sich damit ein Adressobjekt. Wenn man das gefunden hat, dann macht man eine Zuweisung dieser Params auf die Properties. Hier ist eine Operatorüberladung gemacht worden. Das heißt, bei dieser Zuweisung läuft ein Binder-Mechanismus. Die Strings aus dem Request werden entsprechend typisiert auf die Domain-Klasse übertragen. Wenn wir das dann gemacht haben, dann wird sie gespeichert. Hierbei kommen diese Constraints, die wir eben gesehen haben, zur Geltung. Wenn eben ein Constraint fehlschlägt, dann laufen wir hier in den Else-Zweig, rendern das Formular nochmal an diesem Model, also wir stecken die Adresse wieder als Model ins Formular und da stehen Errors dran, auf die eben ein Benutzer reagieren kann oder das Anzeigeformular. Hier unten im Else-Zweig eventuell noch interessant ist der Flash-Scope, auch durch Ruby eingeführt, und ist im Prinzip nur eine Möglichkeit, eine Variable in einem Scope zu halten für den nächsten Request, sodass man relativ einfach Redirects machen konnte oder kann. Achso, noch eine Sache zu Controllern. Wenn ich einen Service habe, den ich benutzen möchte, muss ich ihn einfach oben reinschreiben als Instanz, das hatten wir eben schon mal,
und dann kann ich ihn verwenden. Ich brauche keine weitere Konfiguration. Grails bietet ein sehr gutes Tooling. Was kann man da alles mitmachen? Das haben wir ja eben schon an ein paar Kommandos gehört. Man kann ein Projekt initial anlegen, man kann eben Artefakte jeder Art erstellen. Man kann sogar bis zum Bildprozess alles machen. Das heißt, mit Grails War könnte man ein entsprechendes War-File erzeugen, was man dann deployen kann auf einem Webcontainer seiner Wahl. Man kann Tests erzeugen oder Test-Suites erzeugen und ausführen. Und Grails stellt eben eine Shell zur Interaktion mit der Anwendung zur Verfügung und zum Testen von Codefragmenten. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine etwas angepasste Form der GUI-Konsole. Gibt eine Grails Shell und eine Grails Konsole. Die Grails Konsole ist das Ding mit der Swing GUI. Die Grails Shell ist eine Entsprechung mit einer normalen Text GUI, also auf der Kommandozeile. Habe ich dann Zugriff auf meine Applikation? Vollkommen. Also die Grails Shell, also man geht in seine Applikation, sagt Grails Shell und dann fällt im Prinzip die Anwendung hoch und die Shell arbeitet mit dem Klassenpfad aller Objekte aus der Anwendung. Man hat alles im vollen Zugriff. Genau, also alle Programme infizieren quasi in der Shell. Man könnte direkt sagen Adresse Get 1 und gucken, was das für eine Adresse ist. Sehr schön ist die Lösung, die man gewählt hat, um praktisch eine Entwicklungslösung out of the box zu präsentieren. Man nimmt hier Jetty als Servlet-Container. Man kann Jetty starten und im Prinzip an allen Artefakten rumbauen, beziehungsweise Modifikationen machen, an Controllern, an Services, an View-Klassen und in Jetty läuft ein Auto-Reload-Task, das heißt, ich brauche kein Package mehr, ich brauche oder womöglich die Anwendung neu starten. Alles, was ich tippe in der IDE, ist sofort in der laufenden Applikation verfügbar, was so ein bisschen auf Rapid Development zielt. Das macht einen tatsächlich relativ schnell. Grails bietet ein Plugin-System, was mit Version 0.4 eingebunden wurde und was relativ gut gelungen scheint, denn es gibt schon eine relativ große Anzahl von Plugins. Selbst die Grails interner laufen durch Plugins. Gorm zum Beispiel ist in Grails als Plugin realisiert. Es ist auch sehr einfach, eigene Plugins zu schreiben, Plugins zu installieren. Überall da haben wir eben entsprechende Kommandozeilen-Tools und es sieht nach einem Mechanismus aus, wo wir noch mehr schöne Plugins in nächster Zeit sehen werden. Also zum Beispiel gibt es ein ID-Plugin zum transitiven Dependency Management, sowas wie Maven. Es gibt ein Captures-Plugin, womit man praktisch seine Formulare mit einem Bild absichern kann, das wir alle schon mal gesehen haben. Da existiert viel in einer großen Range von Möglichkeiten. Also es geht vom Datenbank-Tool bis zum Test-Tool, kann man mit Plugins im Prinzip alles machen. Scaffolding als eines der größten Tooling-Konzepte, was mit Sicherheit auch aus Frameworks wie Ruby on Rails übernommen wurde. Man kann Controller und Views generieren, basierend eben auf bestehenden Domain-Klassen. Man konnte eben sagen, Rails generate all. Man sagt, ich will alles generieren für eine gewisse Klasse, für die Adresse und erhält dann einen kompletten CRUD View, das heißt ein Create, Read, Update und so weiter. Alle Views, um eine Adresse zu bearbeiten, werden automatisch generiert. Ist nicht ganz so spannend, es gibt Bootstrap-Dateien, die beim Programmstart ausgewertet werden, sodass man hier noch ein bisschen Konfiguration beim Programmstart machen kann. Diese Bootstrap-Dateien sind eben bezogen auf Environments. Environments heißt, Grails definiert im Prinzip die gleichen Standard-Environments wie Rails. Es gibt eine Test- und Development- und ein Production-Environment, also from scratch. Man kann aber auch eigene Environments nochmal selber definieren und eben konfigurieren.
Also was Grails möchte, anstrebt, ist tatsächlich die absolut nahtlose Integration von Java mittels Groovy. Was Grails auch bietet, ist die Möglichkeit, einfach bestehende Domains, die via Hibernate gemippt sind, als Domain-Objekt zu behandeln, was wahrscheinlich marketingmäßig eine gute Geschichte ist. Es wird viele Leute geben, die entsprechende Domains schon gemappt haben, die sich da keinen Aufwand mehr machen, die im Prinzip einfach diese schon bestehenden Klassen in eine neue Grails-Applikation integrieren können. Ein wichtiger Punkt auch noch, Grails kompiliert zu einem WebArchive, das heißt, ich habe eine RAW-Datei, die ich in wirklich jedem Tomcat oder jedem Service-Container installieren kann, anders als bei JRuby, wo man ja, glaube ich, nur Glasfish nehmen kann. Klar, jede in Java verfügbare API ist in Grails verwendbar. Tja, also wir haben uns von diesen Punkten überzeugen lassen. Einfach nochmal, warum wir jetzt angefangen haben, Grails zu evaluieren, Grails zu benutzen. Es ist sehr einfach zu erlernen für Java-Entwickler. Wir hatten eben einen Java-Background. Es gibt eine fantastische Java-Integration, wie wir gerade gesehen haben. Der Software-Stack ist bekannt. Es gibt viele Leute, die Hibernate und Spring kennen. Das Deployment verändert sich nicht. Wir brauchen uns also nicht mit unserem Administrator zu streiten. Und das gute Tooling tut sein Übriges. Also haben wir gesagt, Mensch, wir verwenden es mal in der Praxis und haben einige Anforderungen formuliert. Wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden, dann können wir es leider nicht verwenden. Die haben wir formuliert, indem wir gesagt haben, wir müssen die Weiterverwendung von eigenem Code haben. Wir müssen unser Know-how weiterverwenden können, sonst werden wir auch wieder langsamer, egal ob es eine neue Technik ist oder nicht. Der Know-how-Bedarf für Administration, Monitoring, Deployment und so weiter, also diese ganzen Infrastrukturthemen, bleibt gleich, war auch eine weitere Anforderung und wir wollen eben eine Weiterverwendung unserer Domain-Entitäten haben. Also das waren die harten Anforderungen und dann hatten wir natürlich Erwartungen. Was kann man dazu sagen? Im Prinzip ist es so, wir erhoffen uns davon, dass zum Beispiel neue Mitarbeiter, die eventuell noch keine großartige Erfahrung mit Sachen wie Spring, Hibernate und so weiter haben, nicht auf so eine große API losgelassen werden, wie eben diese einzelnen Komponenten zusammen besitzen, sondern auf eine etwas kleinere API. Wir haben ja schon gehört, Groovy oder beziehungsweise Grails benutzt Groovy als Layer, um im Prinzip vereinfacht auf drunterliegende APIs zugreifen zu können. Das war eben eine hohe Erwartung. Eine weitere Erwartung war natürlich, dass wir schneller werden, dass wir in den Teilen, die jetzt vielleicht nicht ganz so kritisch sind für eine Unternehmensanwendung und nicht ganz so viel Business-Logik drinsteckt, Controller und Views, dass wir da signifikant schneller werden durch die entsprechenden Techniken wie GSP und so weiter, die dahinter liegen. Und dass wir uns eben einfach mehr auf unsere eigentliche Business-Logik konzentrieren können, wofür wir letztendlich auch bezahlt werden. Das alles zusammen ergibt halt das. Man könnte dann noch so weitere Pfeile mit mehr Frauen, ja, aber... Okay, und dann haben wir es uns, dann haben wir uns tatsächlich gewagt, das Ding in der Praxis zu verwenden. Was uns sehr überzeugt hat, war im Prinzip schon mal diese einfache Anpassung, die wir am Scaffolding vornehmen konnten. Wir haben die Scaffolding-Templates, die Grails im Normalfall mitbringt, angepasst, verwenden hier UIX-Komponenten, um Ajax-Bausteine aufzubauen, die eben asynchron mit dem Backend kommunizieren können. Der Constraint-Mechanismus hat uns sehr gefallen. Wir haben eigentlich keine oder bisher noch keine Situation gehabt, wo wir zum Beispiel selber einen eigenen Constraint definieren mussten. Im Prinzip ist alles völlig abgedeckt durch diese Constraint-DSL oder durch diese Validierungs-DSL. Sehr mächtig und sehr gut. Die dynamischen Methoden haben sich an vielen Stellen als sehr praktisch erwiesen. Eben die eingewebten Properties an allen Artefakten, wie zum Beispiel an Controllern, dieses Beispiel mit den Params eben, ist einfach die Möglichkeit, weniger hinzuschreiben, weniger Fehler machen zu können und schneller fertig zu sein.
Smarte Konzepte heißt auf jeden Fall das Bilderprinzip. Das ist tatsächlich was, was aus Groovy kommt, was einem das Webentwicklerleben relativ einfach macht oder auf jeden Fall vereinfacht. Da haben wir gleich noch ein Beispiel zu. Einen kleinen Kritikpunkt könnten wir haben an der Dokumentation. Die ist zwar in der Basis sehr gut, wenn man anfängt, ist das auf jeden Fall alles völlig ausreichend und ganz klasse gemacht. Wenn man länger mit Rails arbeitet, es ist halt Leading Edge, gibt es noch ein paar Ecken, die noch nicht so ganz ausdokumentiert sind. Feinkonfiguration von Beans, da werden wir gleich noch ein paar Beispiele bekommen. Also an tiefer liegenden Stellen in der Dokumentation könnte man noch arbeiten. Ja, hier haben wir so ein Power-Beispiel. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Gerade wenn man sich mal angeschaut hat, was eben XML-Verarbeitung in Java für ein Problem ist. Man muss unheimlich viele APIs bedienen, die sind auch noch alle scheiße eben von ihrer eigenen API. Und hier sieht man einfach einen Ausschnitt aus einem Controller, eine Methode, die kriegt eine Liste übergeben und eine Totalanzahl, das ist einfach eine normale Nummer. Number. Wir haben im Controller die Möglichkeit, auf eine Render-Methode zuzugreifen, die eben Markup-Bild, also die jede Art von Bilder enthalten kann. In diesem Fall haben wir ein XML-Bilder. Was wir hier oben machen, ist, wir legen ein Node-Dataset an, wir legen ein Result-Node an, der erhält den Wert dieser Totaleigenschaft, die da oben reinkommt. Dann schleifen wir durch jedes Objekt in der übergebenen Liste, machen uns einen Row-Node dafür, schleifen durch alle Properties dieses, des aktuellen Objektes. Properties haben wir eben beim Binder gesehen, steht eben für jede Domainklasse zur Verfügung und machen jeweils einen Node mit dem Wert oder mit dem Namen der Property und dem Wert der Property. Rauskommt dann eben sowas, hat den Vorteil, man kann da jede Domainklasse durchschicken, das ist also fast generisch und im Vergleich zu einem XML, was man mit Java generiert, unglaublich einfach per Sprachmittel einsetzbar. In der Praxis mussten wir eine Legacy-Datenbank anbinden, in unserem Fall war es eine Oracle. Wir hatten eine große Anzahl von Hibernate-gemappten Klassen, ein großes Model. Da können wir nur sagen, die konnten alle wunderbar verwendet werden. Grails hat alle als Domain-Klassen akzeptiert. Die dynamischen Methoden, von denen wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, waren alle komplett verfügbar in diesen Java-Domain-Klassen. Da gibt es also keinen Unterschied zu anderen Klassen, wie zum Beispiel GORM-Klassen, also Groovy-Klassen, Domain-Klassen, Entschuldigung. Der Validierungsmechanismus war sogar an Java-Klassen möglich, man musste nur ein entsprechendes Groovy-Skript in das gleiche Paket legen wie die Java-Klasse. Danach guckt Groovy bei einer Java-Klasse, Grails bei einer Java-Klasse nach, liegt dann ein entsprechendes Skript und bezieht das eben als Constraints mit ein, sodass ich genauso den Validierungsmechanismus habe wie bei jeder anderen GORM-Klasse. Scaffolding für die Entitäten war möglich. Wir hatten allerdings wir haben noch Probleme, wenn wir 1-zu-n-Mappings verwenden, also 1-zu-n-Beziehungen haben, die als Listen ausdrücken. Grails macht das als normale Sets, was eigentlich auch der richtigere Datentyp für eine Liste von Entitäten ist. Da haben wir noch ein paar Probleme, aber grundsätzlich läuft das Scaffolding auch für diese Java-Klassen völlig normal. Nur nochmal so ein kurzer Abriss. Also es war eine Weiterverwendung der Gesamtcodebasis vollständig möglich, hat uns sehr stark überzeugt. Integration und Verwendung jeder API war möglich, da wiederhole ich mich. Wir hatten bestehende Spring-Anwendungen laufen, die im Prinzip jetzt, wo die neuen Grails-Anwendungen nahtlos daneben laufen. Das heißt, also es stimmt wirklich, man hat überhaupt keinen Aufwand mit Administration und mit Deployment. Und Grails bietet uns auch, wir bilden unsere Applikationen für Spring mit Maven 2 als
System, um uns die Jar-Abhängigkeiten aufzulösen. Dependency Management wird unter Grails momentan mittels Ivy gemacht. Das ist ein ARM-Plugin. Ivy ist Maven 2 kompatibel. Wer aber Maven 2 kennt, wird sagen, ich will lieber Maven 2 haben. Es gibt im Moment einen Spring Batch Entwickler, glaube ich, der daran arbeitet, eventuell mal Maven 2 mit Grails zu integrieren. Das wäre im Prinzip das, was für viele Leute auch sehr interessant ist. Ja, der IDE-Support. Da haben wir ja eben schon mal was drüber gehört, beziehungsweise erstmal ist es so, dass wenn man eine Applikation anlegt, also mit Grails Create Up, haben wir direkt die Möglichkeit oder haben wir direkt einen Punkt Project und einen Punkt Class File generiert. Das heißt, man braucht im Prinzip einfach nur in Eclipse ein neues Projekt zu importieren, auf den Ordner zeigen zu lassen von der neuen Grails-Anwendung und es wird direkt fehlerfrei ein neues Objekt erstellt, Den Groovy-Support muss man allerdings mittels Groovy-Plugin nachfordern oder nachinstallieren. Da hat man auch noch ein paar Probleme auf jeden Fall. Das eine Problem ist, dass die Auto-Completion funktioniert noch nicht besonders gut, bis gar nicht. Also im Prinzip dekoriert der oder schlägt er einem die gesamte JDK vor, aber nie das, was man eigentlich braucht. Also bei mir war es jedenfalls so. Step-Debugging durch Groovy-Klassen ist generell möglich. Momentan ist das Plugin allerdings noch ein bisschen fehlerhaft, sodass man in manchen Fällen einfach nicht dahin kommt, den Code zu sehen. Man sieht das .class-File, was dann eben daraus entsteht, aber man sieht nicht den Groovy-Code, hat aber schon die Möglichkeit, an der entsprechenden Step-Debugging-Stelle die aktuellen Laufzeitwerte zu verfolgen. Ja, es existieren Groovy-Plugins für, das haben wir im Prinzip eben schon gehabt, für NetBeans, TextMate und IDEA. NetBeans und TextMate bisher im produktiven Einsatz, denke ich, eher uninteressant. Was wir eben auch gehört haben, JetBrains hat da offensichtlich was Unglaubliches in der Mache. Der neue Milestone 7 von IDEA verfügt über so ein Groovy und Grails Plugin. Das heißt also, es ist nicht nur ein Groovy Plugin, das Plugin kennt gleichzeitig auch noch Klassenpfade von Grails Anwendungen und weiß, wie es damit umgehen soll. Man hat laut Aussage von Graham Rocher eben die Möglichkeit, Control-Tip-Navigation zu haben. Man kann von einer Groovy-Klasse in eine Java-Klasse springen. Man hat Refactoring-Support, man hat tatsächlich richtige Auto-Completion und kann das Ganze auch noch in der IDE ausführen. Das scheint also ein sehr interessantes Plugin zu werden, das Ganze. Beziehungsweise ein sehr interessantes IDE, eine sehr interessante IDE zu werden für Grails Entwicklung. Ja, im Testing-Bereich. Testing im Prinzip eines der schwärzesten Themen, die mir jetzt in Grails aufgefallen sind. Das mag aber daran liegen, wie wir es einsetzen. Grundsätzlich gibt es erstmal drei Arten von Tests. Es gibt die üblichen Unit-Tests als Groovy-Test-Case. Es gibt Integrationstests, da haben wir also wie im Prinzip in der Groovy-Konsole die Möglichkeit, dass die gesamte Anwendung hochgefahren wird und wir können eben entsprechend zum Beispiel Tests machen für GOR-Methoden, wir können Controller testen. Für Controller gibt es übrigens auch eigene Mock-Objekte, sodass wir relativ einfach einen Controller auch per Unit-Test testen könnten. Also wenn man normale Grails-Artefakte testen möchte, ist das im Prinzip überhaupt kein Problem. Da haben sich keine mir bekannten Probleme ergeben. Allerdings beim Testen von Nicht-Grails-Artefakten ist es in der aktuellen Version noch relativ schwierig zu testen. Es gibt viele Bugs. Wir haben das Ganze mit der 056 gemacht. Wie gesagt, vor zwei Tagen, glaube ich, ist die 06RC1, also Release Candidate 1 von Grails 06 erschienen. Eventuell hat man da schon viele Probleme gelöst.
Wir hatten viele Probleme beim Testen von Java-Klassen, weil zum Beispiel die Resources XML, also der Extension Point für Spring, nicht aufgepickt wurde beim Start von so einem Test-Case. Also sprich, diese Klassen lagen einfach nicht im oder wurden nicht instanziert. Wir hatten auch Probleme, entsprechend eine H2-Datenbank anzubinden zum Testing, weil wir entsprechende Mappings haben, die Schema-Support brauchen. Schema-Support gibt es nicht bei einer HSQL-Datenbank, sondern nur beim Nachfolger, der H2. Also im Prinzip dieses Testen mit Java-Komponenten, der für uns schwärzeste Teil in Grails. Vielleicht hat man da mit der neuen Version schon ein bisschen was gewonnen. Funktionale Tests, da möchte ich jetzt mal nichts zu sagen, das könnte hier jemand anders viel besser. Es können eben Test-Suites für Kanu-Web-Tests verfasst werden, erstellt werden. Wie gesagt, ich werde da nichts weiter zu sagen, da muss man im Prinzip einfach morgen wahrscheinlich mal zu dem jungen Herrn da in der letzten Reihe gehen nochmal. Da kriegt man das alles genau mit. Auf jeden Fall ein sehr schöner Mechanismus, um direkt eben Browser-Tests zu machen und zu gucken, ob seine Anwendung läuft. Views, so der letzte Punkt, den wir in der Praxis noch uns anschauen wollen. GUI Server Pages und JSP sind nutzbar, wobei man ziemlich dumm wäre, wenn man JSP benutzen würde, denn JSP ist wesentlich besser. Es bietet eben die Möglichkeit, auf GUI zuzugreifen. Es bietet die Möglichkeit, relativ viele Text zu benutzen. Man hat also im Prinzip die gleiche Range wie bei JSTL, nur eben ein bisschen geschliffener, iterativ, logisch. Bis hin zu Ajax-Text geht das Ganze, die alle sehr gut zu benutzen sind. Zum Beispiel eine asynchrone Form-Submission und so weiter ist alles schon in Grails enthalten. Die Crop-Views, also das heißt die gescaffolten Views für die Standard-Use-Cases mit dem Kommandozeilen-Tool, sehr einfach zu generieren. Da hatten wir Probleme eben auch bei Hibernate-Klassen, die entsprechende Mappings besitzen, mit denen Rails noch nicht zurechtkam in der Version 0.5.6. Da brach dann manchmal das Generieren ab, aber im Prinzip für normale, einfache Klassen war das alles überhaupt kein Problem und sehr gut zu verwenden. Dynamic Tag Libraries, auch ein Grails-Artefakt, was man relativ einfach und auch per Kommandozeile erstellen kann. Tag Libraries im Prinzip eine eigene Klasse im Grails-Up-Verzeichnis unter Taglib. Einzelne Tags werden mittels Closure implementiert. Man hat dort Zugriff auf den Request und eben einen Outwriter, womit man eben HTML nach außen schreiben kann. Hier nochmal, Grails unterstützt Ajax, indem es schon von Haus aus Toolkits mitbringt wie Prototype, Dojo oder UI. Wir haben eben noch UIX integriert, vielleicht kennt das jemand, das ist einfach nochmal eine etwas aufgebohrtere Version über UI drüber, wo man tatsächlich richtige Anwendungskomponenten hat, die immer gleich aussehen. Okay, wie benutzen wir Grails? Wir haben uns ein Konzept gemacht, was wir unterstützen können. Wir benutzen diese statisch getypten, also die Stärken von Java, statisch getypte Services, wo wir die Business-Logik formulieren können, wo wir einen immer guten IDE-Support haben, denn im Moment haben wir noch keinen IDEA oder kein IDEA 7, sondern benutzen im Prinzip nur Eclipse, haben Hibernate gemappte Domain-Klassen, die wir mit anderen Anwendungen teilen können, die eben nicht in Grails verfasst sind, und als Frontend bauen wir eine Grails-Anwendung davor, haben Scaffolds, die wir per UIX angepasst haben, und errechnen uns im Prinzip in diesem Frontend-Bereich die meiste Performance-Steigerung. Ich denke, das wird sich bewähren und eben gerade vor dem Hintergrund, dass Grails so neu ist, ist das einfach so eine Art Sicherheitsmechanismus. Wir begeben uns nicht komplett als Firma in eine Abhängigkeit von Ruby und Grails,
sondern bleiben bei unserer bisherigen Technik und binden die in eine neue Technik ein. Tja, Fazit. Im Prinzip war es so, dass alle unsere Erwartungen erfüllt wurden. Bis auf das mit der Freizeit, das lag aber an anderen Sachen. Mit Grails war es eben möglich, so einen gemischten Ansatz zu fahren, auf der einen Seite die statische Typisierung, auf der anderen Seite die dynamische Typisierung, Stacktyping mit Hilfe von Ruby, entsprechend in diesen beiden eben genannten Bereichen eingesetzt, im Frontend die Groovy unterstützten Komponenten und im Backend-Bereich die nicht die alten, sondern die Komponenten, mit denen wir eh schon viel Erfahrung haben, also die reinen Java-Komponenten. Im Prinzip, als weiteres Fazit kann man sagen, man hat einen relativ kleinen Investitionsaufwand, zumal wenn man es so aufbaut, wie ich es gerade versucht habe zu zeigen. Man hat einen relativ hohen Investitionsschutz, die Kernlogik, die man programmiert, die Businesslogik steckt in Java, ist jederzeit durch ein anderes Frontend bedienbar. Und das ist eben ein Vorteil, den Rails bzw. Rails an dieser Stelle bieten, Ruby an dieser Stelle bieten. Es ist aktuell wirklich schon sehr komfortabel und sehr stabil, sehr komfortabel zu programmieren. Man hat viel Support, viel Konfigurationsaufwand wird einem abgenommen und das resultiert eben darin, dass man sagen kann, es geht schnell und es macht tatsächlich auch Spaß. Die möglichen Einsatzgebiete für Grails würden wir sehen in Anwendungen, die eben viele gleiche Teile besitzen, wo man relativ oft Standard-Use-Cases hat. Man könnte sich ja entsprechend, wenn man jetzt andere Use-Cases hätte, als die eben diese Crop-Use-Cases, entsprechendes Gear-Folder bauen, die eben dann diese Use-Cases abbilden. Prototyping ist ein sehr gutes Mittel, um Grails zu verwenden. Man baut sich sein Domain-Modell mit Hilfe dieser relativ einfachen GORM-Klassen, also Groovy-Domain-Klassen, generiert Use und Controller daraus, startet mit einer In-Memory-Datenbank und kann dann nachvollziehen, ob ein Modell, ob ein Business-Modell jetzt eben performt, funktioniert oder nicht. Ja, wir freuen uns auf die Entwicklung mit Grails. Das kann man letztendlich sagen und werden es bald wohl auch produktiv einsetzen. Der aktuelle Status ist momentan, das ist wohl das, was man in der Informatik noch unter Bleeding Edge bezeichnen könnte. Wie gesagt, die 06RC1 kam, glaube ich, vorgestern oder gestern. Da werden einige neue Artefakte, einige neue Features bereitgestellt, die relativ wichtig sind. Das, was auch Kollegen zum Beispiel angemosert hatten, war, es bestand kein Package-Support für Artefakte, also man konnte Controller, Domain-Klassen, Services und so weiter nicht paketieren, was natürlich für die Architektur der Anwendung relativ schwierig ist. Man kann eben nicht ordentlich aufteilen. Das ist wohl mit der neuen Version gegeben, das konnte ich leider noch nicht evaluieren. Und eben diese Einbindung von Spring Webflow als Möglichkeit, um zum Beispiel komplexe Formulare, komplexe Abläufe, sowas wie Wizards und so weiter, relativ einfach zu implementieren. Was macht jetzt mit Package Support? Also Java Package? Ja. Ah, okay. Also im Prinzip unterordnen. Ja. Die Roadmap. Auf die Daten würde ich jetzt mal nicht so gucken. Grails 06 sollte im Prinzip im Juli erschienen sein, ist bis heute noch nicht da, insofern gehe ich nicht davon aus, dass sie die 07 direkt nachschieben. Was in der 07 vielleicht interessant sein könnte, ist eben so eine Art Reverse Engineering von Domain-Modellen aus der Datenbank raus. Da gibt es schon relativ lange ein Tool, was sich Middlegen schimpft und ist eben von Hibernate verfügbar. Das könnte auf jeden Fall interessant sein für Leute, die eben Grails neu anfangen wollen und trotzdem auf einer bestehenden Datenbank, auf einer Legacy-Datenbank aufsetzen müssen. Serverseitiges Scripting mittels JavaScript ist bestimmt eine interessante Sache, ist wohl ähnlich wie Ruby on Rails.
zu sehen. Ich habe allerdings noch keine Idee, wie es aussehen könnte. Ab Grades 1.0 will man JPA, also die Java Persistence API, supporten. Wahrscheinlich auch ein Schritt in die richtige Richtung. Mit der, also nach 1.0 ist vielleicht noch interessant, dass es einen entsprechenden AOP-Support geben wird, mittels UWI, Meta-Object-Protokoll. Man hat eine Möglichkeit von Scaffolding von Authentifizierungscode, das heißt, jede Webanwendung wird wahrscheinlich versuchen, einen Benutzer zu authentifizieren, einen Benutzer zu kennen, um sich abzusichern. Auch das wird man wohl in nächster Zeit scaffolden können. Es gibt aktuell schon ein Plugin von ACG oder für ACG, wenn das jemand kennt, das ist im Prinzip das Spring Security Framework, was man auch relativ einfach installieren kann und innerhalb von 10 Minuten angepasst hat. Wenn man das dann hat, hat man eine Webanwendung, wo man sich einloggen kann, wo man den Benutzer mitbekommt und so weiter. Vielleicht noch interessant könnte sein, dass die Grails Leute eine eigene UI-Library aufbauen wollen, je nachdem wie die aussieht. Denke ich mal, wird das relativ interessant und bestimmt gut zu benutzen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das hört sich gar nicht so schlecht an, vielleicht hört sich das sogar interessant an, könnt ihr relativ direkt einsteigen, mal von hier aus, ihr geht im Prinzip einfach auf die Projektwebseite, grails.org, könnt in den Quickstart-Guide einsteigen, macht damit eure erste Anwendung, dann kann man weitergehen und die Tutorials lesen oder den User-Guide auch im Prinzip auf der Projektwebseite. Auf die Podcasts muss man hinweisen. Podcasts sind in, nee, sind nicht in Deutsch, glaube ich. Nee, sind nicht in Deutsch, sind in Englisch, sind aber von Sven Heigis gemacht, der auf das Java Magazin schreibt und glaube ich auch selber an Grails mitarbeitet. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören, ist relativ informativ. Und es gibt noch Screencasts über verschiedenste Themen, zum Beispiel über Kanon Webtest auf der Projektwebseite selber. In die Mailingliste sollte man immer mal wieder schauen, da passiert relativ viel, das Projekt ist wirklich sehr aktiv. Ja, hat jemand eine Frage?